sogar Freundschaften. Dadurch entsteht eine neue Kraft, die durch das Internet eine reale Chance hat, eine Revolution anzutreiben. Das aktuelle System ist schon längst gescheitert. Es ist alles andere als nachhaltig. Es ist ungerecht und nützt nur den oberen paar Prozent, die durch das Zinssystem sogar ohne Arbeit immer reicher werden, indem sie von den Fleißigen die Zinsen abkassieren. Es gibt eine ständige Umverteilung von fleißig nach reich. Wir wissen nun, dass Geld aus Schulden entsteht. Geld ist Schuld und Schuld ist Geld. Der Effekt des Zinseszinses macht das System erst recht zu einem schädlichen System, weil die arbeitende Bevölkerung, aber auch Unternehmen dadurch in Konkurrenz zueinander stehen und gar nicht alle die Zinsen zurückbezahlen können, weil die Zinsen in der Geldmenge gar nicht vorhanden sind. So sind Privatinsolvenzen und Firmenpleiten systembedingt, egal wie gut diese Personen oder Firmen arbeiten. Das Geld wird durch die Finanzkartelle aus dem Nichts hergestellt und die durch die Bankiers gesteuerten Regierungen zwingen die Menschen dazu, dieses wertlose Papier als Zahlungsmittel zu akzeptieren und noch die Zinsen dafür zu bezahlen. Das ist die Essenz ihrer Macht. Wenn das System wie jetzt dem Untergang geweiht ist, weil die Schulden nicht mehr bezahlt werden können, besteht eine reale Kriegsgefahr. Krieg soll von den Mächtigen hinter den Regierungen ablenken und von den eigenen Problemen ablenken. Die bösen Russen sollen jetzt an allem schuld sein. Durch Krieg kann kurzfristig auch noch ein Wachstum generiert werden und die zerstörten Städte können dann wieder durch Kredite aufgebaut werden. So hätten wir wieder Wachstum und das System könnte wieder neu aufgelegt werden. Wir, die hier heute stehen, wollen keine Neuauflage des Systems und wir wissen, dass kein System alternativlos ist. Es gibt immer einen Plan B. Wir können gemeinsam eine Welt erschaffen, die keinen Krieg mehr kennt, in der jeder genug zum Leben hat und wo es keine Naturzerstörung mehr gibt. Das Geldsystem muss endlich den Menschen und der Natur dienen und nicht umgekehrt. Alternativen, die ich kenne, wären zum Beispiel der Plan B der Wissensmanufaktur oder ein Vollgeldsystem, bei dem die Zentralbanken zu 100% die Währung rausgeben können. Es gibt auch noch viele andere Alternativen. Wichtig ist, dass wir uns als alternativ denkende Menschen nicht auseinanderdividieren lassen in links und rechts, alt und jung, Arbeiter und Arbeitslose, schwarz und weiß, Raucher und Nichtraucher, Russen und Deutsche. Doch ich sage euch, dieses Teile- und Herrschespiel funktioniert nicht mehr. Wir stehen hier als Einheit. Jeder ist hier willkommen. Das Aufteilen der Menschen in verschiedene Parteien nützt nur den Mächtigen, da sich die Menschen, die sich aufteilen lassen, in der Sache nicht einig werden und nicht merken, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Da machen wir nicht mehr mit. Wir sind alle Menschen, die in Frieden und Wohlstand zusammen auf dieser schönen Erde leben wollen. Wir können das erreichen. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Die Mächtigen haben Angst vor uns, weil wir eine informierte und selbstbewusste Öffentlichkeit sind. Die Finanzlobby und das Geldsystem muss unser Ziel sein. Es wird Zeit, etwas zu tun. Jeder von euch kann die Welt verändern. Wie Bertolt Brecht schon sagte, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Dankeschön.